Radio SGU. Das Schulradio der städtischen Grundschule Olpen-Unterstadt. Wir machen Kinderradio. Hey Kinder, willkommen zur 84. Sendung von Radio SGU. Weil in den letzten Wochen viele Aktivitäten anstehen, ist dies heute die letzte Sendung in diesem Schuljahr. Euer Radioteam in dieser Woche: Delay, Farah, Kim, Yannick und Alisa. Ich bin Farah, ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse. Meine Hobbys sind Leichtathletik, Tanzen, Reiten und Singen. Ich bin Kim, ich bin 9 Jahre alt und gehe in der 3. Klasse. Meine Hobbys sind Tanzen, Reiten und Schwimmen. Ich bin Yannick, ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Meine Hobbys sind Fußballspielen und Zocken. Ich bin Dela, ich bin 12 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Meine Hobbys sind Singen, Tanzen und mit meinen Freunden rausgehen. Ich bin Alissa, ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Meine Hobbys sind mit meinem Hund spielen und mit meinen Freundinnen reden. Heute sind wir zu Gast beim Unterrichtsminister Harald Mollers, der uns kurzfristig zu einem Interview zugesagt hat. Es geht um das Thema Mobbing und Cybermobbing, mit welchem auch wir schon erste Erfahrungen gesammelt haben. Herr Minister, was wissen Sie über Mobbing und Cybermobbing in den Schulen in Ostbelgien? Ich weiß, dass das ein großes Problem ist, das man sehr ernst nehmen muss. Ich weiß, dass sehr viele Kinder und Jugendliche damit konfrontiert werden. Ich weiß aber auch, dass dieses Thema oft totgeschwiegen wird, dass man sich nicht gerne mit diesem Thema beschäftigt. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Grenzen zwischen einfachen, einmaligen Hänseleien und einem wirklichen Mobbing oft fließend sind, dass man nicht so richtig erkennt, ab wann kann man eigentlich wirklich von Mobbing sprechen. Und das hat auch damit zu tun, dass sowohl die Opfer als auch die Eltern Angst haben, sich zu äußern, sich schämen dafür, zugeben zu müssen, dass sie gemobbt werden. Das ist kein angenehmes Gefühl. Ich glaube, jeder, der schon einmal nur gehänselt wurde, weiß, dass das kein schönes Gefühl ist. Und wenn man dann auch noch zugeben muss, ich werde vielleicht oder ich bin vielleicht Opfer von Mobbing, dann ist das alles andere als leicht, darüber zu sprechen. Und das führt dazu, dass wir oft nicht wissen, wer ist alles betroffen. Deswegen würde ich sagen, das Wichtigste ist, den Kindern und Jugendlichen Mut zu machen, dass sie darüber sprechen, dass sie sich ihren Eltern anvertrauen oder einem Lehrer oder einer anderen Person, der sie einfach vertrauen, dass sie einfach sagen, ich glaube, ich werde gemobbt. Wissen Sie ungefähr, wie viele Kinder betroffen sind? Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Wir können in etwa grob abschätzen, dass das ein Problem ist, das mittlerweile alle Schulen betrifft. Das ist also keine Sache, die es nur an einzelnen Schulen gibt oder nur an speziellen Schulen, sondern alle Schulen sind betroffen. Aber wir können nicht sagen, wie viele Kinder betroffen sind. Man spricht dann von der sogenannten Dunkelziffer. Wir kennen natürlich immer nur die Fälle, die sich äußern, also da, wo die Kinder sagen, ich werde gemobbt, oder da, wo Eltern sich an uns wenden, da wissen wir natürlich Bescheid, aber wir gehen davon aus, dass es sehr viel mehr sind, dass die sogenannte Dunkelziffer also sehr viel höher ist. Deswegen kann man da keine genauen Zahlen nennen. Wir können nur versuchen, die Lehrer, Schulleiter und Schulverantwortlichen zu sensibilisieren, das heißt, sie darauf hinzuweisen, ihnen zu sagen, achtet bitte darauf, wenn es Anzeichen gibt, dass da ein Kind oder ein Lehrer gemobbt wird, dass ihr dann tätig werden könnt. Also versucht das nicht einfach zu ignorieren, versucht nicht die Augen zu verschließen, sondern versucht achtsam zu sein und darauf zu achten. Was wird gegen Cybermobbing und Mobbing unternommen? Wir haben vor wenigen Wochen gemeinsam mit Kaleido, mit dem Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, eine Initiative gestartet, eigentlich zwei Initiativen. Die eine trägt den Namen Fairplayer und die andere den Namen Medienhelden. Da geht es konkret darum, etwas gegen Mobbing zu tun. Wir möchten Lehrerinnen und Lehrer weiterbilden, wir möchten sie schulen im Umgang mit Mobbing. Wir möchten ihnen zeigen, wie erkenne ich überhaupt, wann Mobbing vorliegt und welche sind die richtigen Schritte, die ich dann tun kann. Und es geht in dem Weiterbildungsprogramm auch darum, mit den Kindern und Jugendlichen daran zu arbeiten, sie zu stärken, ihre Persönlichkeit zu stärken, dass sie sich nicht alles gefallen lassen müssen, sondern dass sie sich auch zur Wehr setzen können und dass sie wissen, es ist nicht schlimm, wenn man darüber spricht, sondern nur dadurch, dass man darüber spricht, kann man auch Hilfe herbeiführen. Das ist so ein bisschen das, was wir in die Wege leiten wollen. Da wird es also jetzt in den nächsten Monaten eine ganze Weiterbildungsserie geben.
Ich bin begeistert, wie viele Schulen mitmachen wollen. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Schulen, als wir Plätze haben in der Ausbildung, sodass wir da vor einem neuen Problem stehen. Aber letztlich ist das ja eine positive Sache. Wenn so viele Schulen mitmachen wollen, zeigt das, dass die Schulen auch das Problem erkannt haben und etwas gegen Mobbing und Cybermobbing tun wollen. Haben Sie es selbst schon mal als Schüler erlebt? Ja, sowohl auf der einen Seite als Zeuge, also als ich selbst in der Schule war, weiß ich, dass ich kann die Situation mal kurz schildern. Da war ein Schüler, der mit uns im Bus zur Schule fuhr jeden Tag, und der wurde systematisch von anderen Schülern, die im selben Bus saßen, gemobbt. Der Schüler war leicht geistig behindert und konnte sich nicht wirklich zur Wehr setzen. Und das ist dann so weit gegangen, dass einige Leute dann, nachdem sie gesehen haben, was da jeden Tag passierte, zum Direktor gegangen sind und das gemeldet haben. Und dann hat es auch Gott sei Dank aufgehört. Dennoch, glaube ich, war das für den betroffenen Schüler eine sehr schlimme Erfahrung, die der sicherlich so schnell nicht vergessen hat. Ich selbst habe nicht Mobbing in der Form erlebt. Ich glaube, dass das zu weit gehen würde. Aber Hänseleien, glaube ich, hat jeder schon mal in seinem Leben erlebt. Ich auch. Und man weiß dann, wie unangenehm das ist. Allerdings war es zu meiner Zeit so, da gab es noch kein Internet. Man mag sich das vorstellen, es gab mal eine Zeit, wo es noch kein Internet gab. Und wenn man dann abends von der Schule nach Hause kam, dann wusste man, der Schultag ist zu Ende und abends konnte ich mit meinen Freunden spielen. Und da war eine klare Trennung irgendwo. Man schleppte die Probleme nicht mit nach Hause. Heute ist es durch das Internet so, dass das Mobbing ja dann weitergeht. Es beschränkt sich nicht mehr nur auf den Schultag, also auf die Zeit, wo die Kinder in der Schule sind, sondern kann auch nach Schulschluss noch weitergehen, eben im Internet. Und das ist das Schlimme daran, dass das Mobbing nicht mehr auf den Zeitraum begrenzt ist, in dem man in der Schule ist, sondern eben auch sich ins Privatleben hinein erstreckt. Deswegen ist das nochmal eine ganze Kategorie schlimmer, als das zu meiner Zeit war. Das ist ja schon viele, viele Jahre her. Haben Sie besondere Tipps für uns Schüler, was wir tun könnten, um das zu verhindern? Ich würde sagen, zwei Tipps sind wichtig. Hinschauen, darauf achten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ein Mitschüler oder ihr selbst gemobbt werdet, dann sprecht darüber, dann ignoriert das nicht, schaut nicht einfach darüber hinweg, sondern sprecht mit jemandem darüber, sagt dem Lehrer Bescheid, der Schulleiterin oder den Eltern oder sonst jemandem, den ihr vertraut. Ja, und der zweite Tipp ist, macht denen, die betroffen sind, auch Mut, darüber zu sprechen. Sie sollen ruhig darüber reden. Sie müssen keine Angst haben, sich anzuvertrauen. Es geht ja dann darum, dass man ihnen die nötige Hilfe gibt, dass man sie dabei unterstützt. Und es muss sich niemand dafür schämen. Mobbing kann jeden treffen. Das hat nichts mit einem persönlich zu tun, wenn man gemobbt wird, sondern das Problem sind immer die Täter, nicht das Opfer. Das muss man wissen. Also viele machen ja dann sich selbst Schuldgefühle und Vorwürfe und denken, was habe ich falsch gemacht, dass ich so gemobbt werde, aber das ist genau die falsche Einstellung. Niemand muss sich selbst dafür verantwortlich fühlen, sondern niemand braucht sich dafür zu schämen. Das kann wirklich jeden treffen. Insofern kann ich nur empfehlen, darüber zu sprechen. Wir möchten kurz die Gelegenheit nutzen, den Minister über seine Tätigkeit zu befragen. Was ist Ihre Aufgabe als Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung? Die Hauptaufgabe besteht darin, wenn ich es mal etwas kompliziert ausdrücken darf, dafür zu sorgen, dass unsere Schulen gute Rahmenbedingungen bekommen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass das, was gelernt wird, miteinander vereinbart wird, dass genügend Lehrer bezahlt werden, dass das ganze System funktioniert. Und damit das alles funktioniert, müssen Gesetze gemacht werden. Meine Hauptaufgabe besteht also darin, Gesetze zu machen. Bei uns in der deutschsprachigen Gemeinschaft heißen diese Gesetze Dekrete. Und dann gibt es nochmal Erlasse, das ist eine andere Form von Gesetzen. Und wir beschäftigen uns vor allem damit, diese Gesetze zu machen, also die Regeln festzulegen, nach denen in unseren Schulen Unterricht organisiert wird. Und dann müssen wir natürlich kontrollieren, dass diese Gesetze auch eingehalten werden. Das heißt, wir beaufsichtigen die Schulen, wir finanzieren sie, wir geben den Schulen das nötige Geld dazu. Und wir stehen natürlich als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es irgendwo Probleme gibt. Dann kommen die Schulen, die Lehrer, auch schon mal die Eltern und Schüler zu mir und sagen mir, hör mal, Herr Minister, da gibt es ein Problem, können wir das nicht lösen, dieses Problem? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und dann ist es meine Aufgabe zu überlegen, wie können wir denn dieses Problem lösen? Müssen wir dazu ein Gesetz ändern oder kann man das auch lösen, ohne ein Gesetz ändern zu müssen? Wenn man diese Arbeit gut machen will, muss man sehr viele Kontakte haben. Man muss also sich dafür interessieren, was in den Schulen passiert. Ich bin sehr oft in Schulen unterwegs, besuche sehr viele Schulen und schaue mir an, wie die Arbeit da so läuft. Versuche auch mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Schülern zu sprechen, um zu hören, wo gibt es denn möglicherweise Probleme, wo müssen wir aktiv werden? Also es ist eine ganz spannende Aufgabe, die allerdings auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wie viele Menschen arbeiten in Ihrem Team?
Mein Team besteht aus 7 Personen, also 7 Stellen, wenn ich das so sagen darf. Die werden allerdings unter, ich glaube, 8 Personen aufgeteilt. Ich habe im Kabinett 2 Sekretärinnen, ich habe 3 Berater, eine Kabinettschefin und einen Fahrer. Das ist das Team, das direkt um mich herum besteht. Mit diesen paar Leuten kann man aber nicht das ganze Unterrichtswesen in der deutschsprachigen Gemeinschaft organisieren. Deswegen gibt es im Ministerium natürlich noch jede Menge Mitarbeiter, die sich um die verschiedenen Fachgebiete kümmern. Es gibt Leute, die sich um die Personalsituation kümmern. Es gibt Leute, die sich um die Finanzen kümmern. Es gibt Leute, die sich um die Inspektionen kümmern. Es gibt Leute, die sich um die Pädagogik, also um die Inhalte kümmern. Da habe ich jetzt gar keinen Überblick, wie viele Personen das sind. Ich denke, das werden so an die 50 Personen sein, die das nochmal organisieren für die ganze deutschsprachige Gemeinschaft, die ja immerhin 2200 Lehrer hat, mehr als zwischen 12 und 13.000 Schüler. Also da fällt schon einiges an Arbeit an. Für wie viele Schulen sind Sie zuständig? Ja, es sind zunächst mal die 8 Sekundarschulen plus die Fördersekundarschule. Es gibt etwa 70 Grundschulen auf dem Gebiet der deutschsprachigen Gemeinschaft, eine Hochschule, dann gibt es die 2 Zentren für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel wir dann insgesamt haben. Das werden so zwischen 80 und 90 Niederlassungen sein, die so in etwa betroffen sind. Das sind schon eine ganze Menge, ja. Was war Ihr Lieblingsfach als Schüler und worin waren Sie so richtig schlecht? Oh je, das ist schwer. Also in der Grundschule war mein Lieblingsfach immer Deutsch. Ich habe auch damals, glaube ich, im 6. Schuljahr den Deutschpreis des Parlaments gewonnen. Also ich habe mich immer sehr gern mit Texten beschäftigt. In der Sekundarschule habe ich immer sehr gerne Physik gehabt, zumindest in der Unterstufe, weil wir da einen sehr guten Physiklehrer haben. Der hat mir da so richtig Freude dran gemacht. In der Oberstufe war es dann eher das Fach Geschichte, das mir Freude gemacht hat. Deswegen habe ich dann auch später irgendwann Geschichte studiert, weil ich so viel Spaß daran hatte. Ja, und was habe ich besonders schlecht gemacht? Ich muss zugeben, dass ich ein sehr mieser Sportler war und eigentlich immer noch bin, wenn ich ehrlich bin. War Ihr Kindheit schon immer Minister zu werden? Nein, ganz bestimmt nicht. Mein Kindheitstraum, Kind sah ich mich eher so in einem Angestelltenverhältnis, einem Bürojob, so, das waren immer so die Vorstellungen, die ich so hatte. Später war dann mein Wunsch, Lehrer zu werden, deswegen habe ich auch Geschichte studiert. Ich bin also ausgebildeter Geschichtslehrer, habe aber nie in dem Bereich gearbeitet. Aber die Politik ist erst vor wenigen Jahren ins Spiel gekommen. Also das hätte ich als Kind nie gedacht, dass ich mal in die Politik gehen würde. Das ist relativ spät erst entstanden. Ich habe mich allerdings, weil ich mich für Geschichte interessiert habe, auch immer irgendwo für Politik interessiert. Aber ich habe mir eigentlich lange nicht vorstellen können, auch selbst mal Politik zu machen. Wie finden Sie unsere Schule? Und was wissen Sie über unser Schulradio? Also eure Schule finde ich zunächst mal toll. Ganz besonders deshalb, weil ihr es schafft, wirklich Kinder mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen zu beschulen. Da gibt es ja Leute, die von überall herkommen auf der Welt. Und ich finde, das macht ihr ganz besonders toll an eurer Schule. Ihr habt sehr engagierte Lehrer. Das darf man auch mal sagen. Man darf auch die Lehrer mal loben, die eine wirklich wunderbare Arbeit leisten. Und über Schulradio, das Projekt gibt es ja jetzt schon einige Zeit, hat ja auch vor einiger Zeit das Sprachensiegel gewonnen. Das ist wirklich ein tolles Projekt. Ich kann mir nur wünschen, dass dieses Projekt auch weitergeführt wird, weil das genau das ist, was wir eigentlich mit unseren sogenannten Rahmenplänen möchten, nämlich dass Kinder eben über kreative Methoden gleich eine ganze Vielzahl von Kompetenzen erwerben. Es geht heute nicht mehr nur darum, viel auswendig zu lernen, sondern es geht darum, viele Erfahrungen zu machen, die man später im Leben nutzen kann. Und mit so einem Schulradio macht man natürlich Erfahrung im Radio machen, aber man macht auch Erfahrung in der deutschen Sprache, im Umgang mit Sprache. Man lernt Menschen kennen, man lernt auf Menschen zugehen, man lernt vielleicht auch persönliche Ängste zu verlieren, wenn man denn mal einen Minister interviewen darf, der einen ja auch nicht beißt, sondern eigentlich, so hoffe ich zumindest, ein ganz normaler Mensch ist. Das sind alles so Erfahrungen, die bringen euch, wie ich finde, unwahrscheinlich gut weiter auf eurem Weg. Und ich bin sicher, in einigen Jahren, wenn ihr dann mal irgendwo einen Job habt und Geld verdient, dann werdet ihr immer gerne daran zurückdenken, was ihr im Schulradio so alles an Erfahrungen gemacht habt. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Hallo, liebe Kinder, hier ist Mr. Pat. Die letzte Sendung in diesem Schuljahr. Ich bin ja so aufgeregt, denn man hat mich gebeten, eine Oper zu singen. Ja, das möchte ich gerne für euch tun. Ja, ich heiße Mr. Pat und viele Kinder mögen mich. Das ist so schön anzusehen. Ja, das war's. Ihr dürft gerne applaudieren.
So, das Geschenkärtchen ist heute versteckt in einem Rucksack eines Kindes. Und zwar in der Klasse von Fräulein Corin oder Fräulein Ingrid. Ja, ihr dürft jetzt mal gucken gehen. Ich wünsche euch viel Glück und einen schönen Juni und jetzt schon schöne Sommerferien. Ich setze mich jetzt auch auf mein Boot und weg bin ich. Tschüss. Dankeschön, Mr. Pat. Der geheimste Geheimagent der Welt ist wieder unterwegs. Jimmy Bönchen. Es gibt einen neuen Auftrag für Jimmy. Es geht darum, streng geheime Raketenbaupläne in Sicherheit zu bringen. Ein unterirdisch gutes Versteck hat er schon gefunden. Aber die Limonade? Naja, die hätte er vielleicht besser in der Tasche gelassen. Mein Name ist Bönchen. Jimmy Bönchen. Der geheimste Geheimagent der Welt. Nicht mal meine Cousine aus der Schweiz kennt mich. Jimmy Böntli? Ha, was für einer ist das denn? Heute verschollen unter der Erde. 13. Juli, 11.08 Uhr. Teste gerade mein neues Agentenmotorrad. Es ist absolut abhörsicher. Bei dem Lärm streikt jede Wanze. Bönchen, Jimmy Bönchen! Bönchen, wir haben einen neuen Auftrag für Sie! Warum schreien Sie denn so? Die Raketenpläne der Regierung sind in größter Gefahr. Feindliche Agenten sind möglicherweise schon längst über das Versteck informiert. Deshalb fahren Sie noch heute zu den Mammuthöhlen. Wohin? Bönchen, das ist das Versteck. Die Mammuthöhlen in Kentucky, USA. Das größte Höhlensystem der Welt. Über 500 Kilometer lang, so groß wie Holland. Und alles unter der Erde. Das perfekte Versteck. Bönchen, Sie reisen noch heute ab. Okay, Chef, wird gemacht. 14. Juli, 18.55 Uhr. Bewege mich seit 4 Stunden anhand einer exakten Wegbeschreibung zu meinem Ziel in den Mammuthöhlen in Kentucky. Hier müsste das Versteck sein. Noch den Stein zur Seite. Tatsächlich, die Raketenpläne. Jetzt habe ich mir aber erstmal eine Limo verdient. Na, die geht aber schwer auf. Komm schon. Oh nein, meine Wegbeschreibung ist ja total verschmiert. Ich kann nichts mehr erkennen. Die Pläne sind auch total verschmiert, wenn das der Chef erfährt. Bönchen, Jimmy Bönchen. Bönchen, sind die Pläne in Sicherheit? Also Chef, unsere Raketen wird garantiert keiner mehr nachbauen. 21.16 Uhr. Habe mich hoffnungslos verlaufen. Alle Wege führen immer tiefer ins Erdinnere. Habe mir überlegt, wenn die Erde eine Kugel ist, dann muss ich nur immer weiter nach innen gehen, dann komme ich irgendwann in China wieder raus. Jimmy Bönchen. Der geheimste Geheimagent der Welt. Aua. Und jetzt die Geburtstagskinder der Woche. Die Geburtstagskinder der Woche ist Luan und Naila. Happy Birthday to you. Alle Kinder ist in der Ferien. Auch Happy Birthday. Wir wünschen auch Julia, die morgen Geburtstag hat, alles Gute. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Julia. Happy Birthday to you. Lang soll sie leben, lang der Lecke kleben, wundervolle Puppenkleine, das tut gut. Vielen Dank, Olivier. Hier jetzt die Auflösung unseres Gewinnspiels. Die Frage lautete, aus welchem Land kommt der Trend mit dem Fidgets oder Handspinner? Die richtige Antwort war, aus den USA. Es gab diesmal ein Kind, das über YouTube geantwortet hat. Wir haben einen Gewinner gezogen. Es ist Sulim aus der 3. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Der Preis wird dir geliefert. Zum Ende des Radiojahres möchten wir noch einmal einen Malwettbewerb veranstalten. Dazu müsst ihr einfach ein sommerliches Bild malen. Es gibt 4 Gewinner. Einen für den Kindergarten, einen in der Oberstufe, einen in der Mittelstufe und ein Kind aus der Oberstufe kann gewinnen. Eine Jury wird die schönsten Bilder bewerten. Bitte gebt eure Zeichnung eurer Lehrerin spätestens nächsten Dienstag ab. Wir wünschen euch viel Glück. Die Gewinner werden nächsten Mittwoch bekannt gegeben.
präsentiert die Aktion Ich schenke dir ein Lied. Wir sind Dana, Bascha und Jasmin von den Delfinen. Wir schenken das Lied der Primarschule des ZFP. Unsere Botschaft, danke für die schöne Zeit. Lied, wie schön du bist. Mein Name ist Olivier. Ich schenke das Lied Simon, weil wir beste Freunde sind. Musikwunsch, Feuerwerk. Mein Name ist Ambera aus dem Fetten. Ich schenke das Lied der ganzen Welt. Botschaft, weil die Welt schön ist. Liedwunsch, Moskau. Für Olivier spielen wir das Lied Feuerwerk. Das war unsere letzte Sendung in diesem Schuljahr. Wir wünschen euch noch eine tolle Zeit bis zu den Ferien. Und jetzt schon tolle Sommerferien. Besonders der 6. Klasse wünschen wir alles Gute für die Zukunft. Aus dem Studio FGU verabschiedet sich Pfarrer Kim, Yannick, Delay und Alisa.